Supplementierung ist natürlich ein Thema, was immer wichtiger wird, wenn man natürlich viel trainiert, weil man das einfach nicht über die ganz normale Ernährung zu sich nehmen kann. Warum habe ich also einen Supplementierungsplan gewählt, der einfach strukturiert ist und auch dementsprechend einfach umzusetzen ist? Der Supplementierungsplan besteht grundlegend aus Proteinquellen, also dementsprechend Supplementierung über Whey-Protein, Casein-Protein. Er besteht aus Aminosäuren, Kreatin, um natürlich in der kürzeren Zeit auch natürlich Muskelzuwachs, jetzt nicht unbedingt, aber Kraftzuwachs auf jeden Fall zu kriegen und damit gleichzeitig einen erhöhten Muskelreiz fortzuführen. Und natürlich über Glutamin. Das heißt, er fördert natürlich auch die Regeneration. Ganz einfach, haltet euch an den Supplementierungsplan. Er ist grundlegend so aufgebaut, dass ihr unmittelbar nach dem Training schnell verfügbare Kohlenhydrate über Maltodextrin in den angegebenen Mengen zuführt, Whey-Protein und natürlich zum Abend hin Casein-Protein. Das ist zu dem Punkt Aminosäuren bzw. Proteinquellen. Was ihr noch machen könnt, um natürlich den Kraftzuwachs noch ein bisschen anzuheben, ist vor dem Training euer Kreatin Monohydrat, hier Empfehlung Kreatin Pur, also wirklich über Monohydrat reicht das vollkommen aus. Ihr müsst keine alkalische Basis oder sonstige Form verwenden, ein Kreatin Monohydrat reicht in der Regel aus. Wenn ihr euch an diesen Plan haltet, kann ich euch garantieren, ihr werdet eure Muskelzuwächse, jetzt nicht unbedingt in den 12 Wochen, aber natürlich langfristig gesehen, werdet ihr diese Ziele auf jeden Fall erreichen.